Sommer 2022. Das große Fischsterben an der Oder. Was ist passiert? Und was macht den Naturraum weiterhin so einzigartig? Menschen vor Ort erzählen. Die Oder und auch der Nationalpark Unteres Odertal sind sehr stark betroffen worden durch die sogenannte Oder-Katastrophe. Im August habe ich so viele Stornierungen geschrieben, wie ich mir nie hätte träumen lassen. Hier, wo wir jetzt sind, das ist das Poldergebiet. Das war zum Glück von der Katastrophe nicht betroffen. Wir haben hier den einzigen Flussauen-Nationalpark in Deutschland, der eine ganz große Vielfalt aufweist an unterschiedlichsten Lebensräumen. Das ist ein Naturraum, den kann man lange suchen in Europa.